for English satellite push, satellite bat. Ja, hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich habe hier als Intro-Tierchen sozusagen diesen Albino-Alligator, beziehungsweise heute ist der nicht mein Intro-Tierchen, sondern hat auch ein bisschen eine Symbolik. Wer die Reptil-TV-Folgen kennt, der hat gesehen oder mitbekommen, dass der Norbert Zajac vor ungefähr 4 Jahren da war und sich überlegt hat, ob er so einen Albino-Alligator kaufen soll. Das ist sogar einer von diesen Tieren, ne? Also damals waren die noch klein, jetzt hat er ungefähr 1 Meter. Und die Symbolik daran ist, dass der Norbert Zajac leider, also ich habe es gestern erfahren, dass er gestorben ist und nicht mehr unter uns weilt. Und deswegen wollten wir ihm heute ein bisschen so eine Sendung, ja, wie soll man sagen, widmen oder was auch immer, oder eine Sendung für ihn machen. Er als alter YouTube-Fan, glaube ich, da ist das ganz passend in dem Fall. Aber an der Stelle erstmal wirklich mein ganz herzliches Beileid an die Jutta Zajac und an die ganze Familie. Auch blöd, das über YouTube zu machen. Ich hoffe, ich kann es auch noch persönlich machen, aber möchte es trotzdem über YouTube nicht wissen. Wirklich eine traurige Sache und da sind wir uns bestimmt alle einig, dass das viel zu jung war, dass der Norbert gegangen ist von uns. Müsst jetzt auch keine Angst haben, dass ich hier jetzt eine lange Rede vor euch halte und den Norbert und seine Taten, sein Wirken, alles euch breit erzähle. Ich glaube, da eignet sich es in unserem Fall fast besser, wenn wir nach ein paar Ausschnitte von gemeinsamen Filmen zeigen oder Sachen, die wir zusammen gedreht haben, wenn so die Highlights ein bisschen zeigen nachher. Aber trotzdem noch 2, 3 Worte zum Norbert. Und auch der Grund, wieso wir das hier eigentlich machen, weil er war absolut eine Institution, den muss man gekannt haben. Ich denke, den hat auch wirklich jeder in der Branche gekannt. Er hatte das größte Zoogeschäft der Welt, also ganz offiziell laut Guinness-Buch sogar das größte Zoogeschäft der Welt und hat das mit totalem Herzblut gemacht und vor allem auch mit total breiter Brust gemacht, ne? Also wenn wir jetzt in der heutigen Zeit gucken, gibt es doch auch viele Zoo- oder was heißt Zoogeschäfte, oder wenn ich in die meisten, oder in glaube 99% der Zoogeschäfte heutzutage reingehe, dann sind es Palettenläden, wo irgendwelches Futter und das drumherum angeboten wird, aber auch keine Lebendtiere mehr angeboten werden, vielleicht noch ein paar Fische oder sowas. Und der Norbert war da die totale Ausnahme. Er hat gesagt, natürlich verkaufe ich Tiere in meinem Zoofachgeschäft. Das macht ein Zoofachgeschäft aus, das macht es spannend, interessant. Das ist ein Erlebnis-Zoofachmarkt und deswegen hat er vom Krokodil, Hund, Katze, natürlich Reptilien, Fische, hat er wirklich oder nach wie vor wird es in seinem Zoo Zajac verkauft. Und da stand er da mit breiter Brust und hat gesagt, doch, ich mache das und das ist richtig so und da ist nichts Schlechtes dran und das finde ich super, diese Einstellung. Ne? Und eben die Tiere, wo er angeboten hat, das war Picobello. Ne? Also wer da hingeht, der sieht, dass selbst Hund, Katze in einer Umgebung angeboten werden, die keinem Züchtern hinterhersteht. Ne? Also wirklich mit Tierärzten, die das beaufsichtigen, mit Leuten, die damit sich mit den Tieren beschäftigen, die damit spielen, die 24/7 für die Tiere da sind. Also wirklich vorbildlich. Und dadurch, durch diese perfekte Art, es zu machen, hat er auch alle Kritiker dann eigentlich ruhig gestellt. Ne? Dann konnte man es nicht großartig kritisieren oder zumindest nicht fundiert kritisieren, weil es einfach tadellos war. Und das fand ich das Tolle und das ist das Besondere, da zu sagen, ja, die Heimtierbranche, die Zootierbranche, die ist da und das, was wir machen, das ist in Ordnung. Und es ist in Ordnung, wenn man sich, selbst wenn man sich ein Krokodil zu Hause hält, ist es in Ordnung, wenn der seine, sag ich mal, in der Größe 5-6 Quadratmeter Fläche hat, dann ist das in Ordnung, wenn ich den zu Hause habe. Wenn ich den Platz habe und es dem Tier bieten kann, dann ist das okay. Eben das war das, was mir am Norbert am meisten imponiert hat. Und das ist das, was
mir fehlen wird und bestimmt auch in der ganzen Heimtierbranche fehlen wird in Zukunft, wenn er nicht mehr da ist, diesen Geist, Zoofachgeschäftverkäufer mit Leib und Seele, mit Herzblut, das wird definitiv fehlen. Eben jetzt, wie angesprochen, noch ein paar Szenen aus gemeinsamen Filmen, die wir gemacht haben, die wir gedreht haben. Und vielleicht noch als letzten Satz, wenn oder so ein trauriges Ereignis jetzt in einen YouTube-Film zu packen und hier ein bisschen auf YouTube drüber zu erzählen, hatte ich überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Meiner Meinung nach passt es perfekt für den Norbert und ich bin mir sicher, der sitzt da oben und guckt sich den Film an und sagt hier Daumen hoch. Ich fand es gut und deswegen machen wir das und deswegen jetzt, wie gesagt, noch ein paar schöne Szenen aus gemeinsamen Filmzeiten. Ja, hallo Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr habt doch in euren Kommentaren immer geschrieben, ihr wollt Schlangen. Ja, dann kriegt ihr jetzt mal Schlangen. Ich habe mir überlegt, wie wir unseren ersten Schlangenfilm machen. Ich gehe einfach mal zum größten Schlangenzüchter Europas und erklärt uns ein bisschen darüber. Wir hören uns mal an, was der Stefan zu erzählen hat. Norbert, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, wir werden hier das neue Dream-Team auf YouTube, wir zwei, oder was? Ja, wir arbeiten dran. Die jungen YouTube-Stars hier sozusagen, gell? Nicht schlecht. Ja, genau, wir sind in dem richtigen Alter. Ich glaube, ich bin 36 oder was, genau das richtige Alter. Der sieht ja mal spannend aus. Genau. Der ist ja aus Porzellan. Das sind Albino-Alligatoren sind es. Das Tolle an den Mississippi ist, dass sie völlig zahm werden. Ne? Das ist jetzt auch an denen. Ja, toll. Völlig zahm. Reißt sofort dein Maul auf, ich hab den in den Hand. Das ist so die. Das kann man bei denen da so schön provozieren. Klima in seinem Terrarium hat auch ein völlig verrücktes Klima. Dann kann es theoretisch sein, was die. Unsere Glocke zur Kaffeepause hier, was wir gerade gehört haben. Das ist gut. Wir machen jetzt mal eine Viertelstunde in Bremen. Ihr seht jetzt mal ein Testbild und danach geht es sofort weiter. Wir bleiben dran. Wo waren wir? Ey, der will hier im schönen Süden bleiben. Dabei ist bei uns mittlerweile so schön grün, aber das muss man erlebt haben. Könnte auf unseren Firmen sein. Genau, schaut rein. Ja, das war ein Schnelldurchgang in die Zucht. Das kenne ich von Afrika. Ja. Ja, okay, machen wir. Bis dann. Tschö. Sorry, aber du, manchmal gehe ich auch arbeiten. Das ist mein, du schüttest Salz in mein Afrika, wie sagt man das, Syndrom oder was? Afrika-Syndrom, ne? Weil da, egal wenn ich was drehe, bimmelt irgend so ein Handy und da wird erstmal telefoniert von allen anderen, außer von mir natürlich. Ja, genau. Telefonierst aber, du immer? Welcome nur back. Nur wenn wir filmen. Genau. wo waren wir? Ach, da bist du ja, Stefan. Ich stehe da vorne an der Tür und du machst dich ja schon nützlich. Ja, moin Norbert. Ja, moin. Ich denke, ich kam vor dir. Du warst nicht da und dann bin ich schon mal hier rein. Vorne 5 Minuten vor der Zeit ist das ja. Terrarianers Pünktlichkeit. Ja, ne? Genau, so versuche ich das ja auch immer. Du, jetzt, pass auf, jetzt, ich brauche hier echt ein Facebook-Shot. Norbert, mach mal ein. Frieda, komm mal hier, Frieda, komm. Komm mal her, Frieda. Hä? Du, wir zwei, das wird doch was, das merke ich doch. Hä? Der Beginn einer großen Beziehung hier. Frieda. Ich bin gestern Abend hier schon reingetrudelt. Da waren wir lecker grillen beim Norbert daheim. Ne? Ja, genau, das wollten wir erst filmen, aber nachher haben wir gedacht, gut, dass wir das nicht gefilmt haben. Das filmen wir nicht, genau. Nee, war echt ein cooler Abend. War aber wirklich schöner Abend. Ne? Ja, gemütliche Runde. Der Norbert hat das größte Zoogeschäft der Welt, gell? Ja, genau. Im Guinness-Buch sogar verewigt. Als Stehen wir schon seit 2005 drin, noch mit 8000 Quadratmeter. Okay. Und da hat immer noch keiner ein größeres Geschäft. Wir haben mittlerweile so 12.300 Quadratmeter. Okay, also 12.000 Quadratmeter, was ist denn das in Fußballfeldern oder wie kann man das? Ja, Fußballfeld ist 50 mal 100, ist also 5.000 Quadratmeter, also zweieinhalb Fußballfelder nur. Verkaufsfläche. Zoogeschäft. Ja. Da können wir jetzt stundenlang gucken. Wir können jetzt hier jedes durch die Becken. Abteilung, da können wir schon wieder eine Dreiviertelstunde filmen. Gell? Wir haben hier 1200 Aquarien. In den 1200 Aquarien befinden sich ungefähr 2000 verschiedene Tierarten. Okay. Jetzt sind wir hier in deinem
Hundeparadies, würde ich bald mal sagen. Hier geht's ganz schön ab. Da vorne sind nur die Vögel, die machen Krach. Hier ist eine Schulklasse, die gibt richtig Gas hier, ne? Ja. Der ist dein spezieller Freund, ne? Der interessiert sich mehr für deinen Bart als alles andere hier. Ja, ich war hier letzte Tage noch drin zum Wurm. Als ich rausgekommen bin, war ein Papagei hier auf der Schulter, hat mir so ein großes Loch ins T-Shirt gebissen. Okay. Der war gar nicht an mich interessiert, sondern an dem T-Shirt. Es ist ja so ein Problem, dass heutzutage so viele Zoogeschäfte ganz auf Tiere verzichten, weil die einen im Büro sitzen haben, der nennt sich Controlling, ja. Oder Controller. Und der hat gemerkt, es rechnet sich nicht. Und er rechnet dann und stellt dann fest, dass Tiere Arbeit machen, dass die Dreck machen, dass vielleicht das Geschäft zugestaubt ist. Und dann haben die immer weniger. Und so hören natürlich auch viele Züchter auf, Tiere zu züchten. Und so haben wir in alle Bereiche immer das Problem, kaum genug Tiere zu kriegen. Ja. Wenn ich sehe, dass ein großes Zoogeschäft immer weniger Lebendtiere verkauft, finde ich das einfach traurig und finde ich das eine falsche Doppelmoral. Ich kann nicht mit meinem Zubehör und allem dran das Geld verdienen wollen und die lebenden Tiere, die soll machen, wer Lust hat, aber ja, genau. Oder die nicht. Das finde ich ist ja ein absolutes No-Go. Also, sollen wir uns mal angucken, was das Krokodil macht? Ich nehme euch einfach mit. Ihr schreibt ja nachher, ob euch das gefallen hat. Kommt mal mit. Chinesische, also früher Stefan. Hießen sie... Norbert, kommst denn du her? Ich kam da die ganzen Treppen runtergeklettert. Bin total kaputt. Ich dachte, ich nutze die Zeit, bis du da endlich aufschlägst und mache hier mal noch mein Intro-Filmchen. Ich warte da die ganze Zeit aber schon jetzt, auf mein Krokodil und jetzt hat der schon wieder eine Schlange. Aber jetzt, wenn du hier reinplatzest. Was ist denn jetzt mit der Schlange? Du wolltest mir doch das weiße Krokodil zeigen. Dafür bin ich da überhaupt gekommen. Das war den Albino-Alligator. Den habe ich dir ja schon ausgiebig gezeigt. Das ist schon ein Jahr her. Naja, du hast ihn damals ja auch nicht gekauft. Ich meine, das wissen wir beide, wie das so ist mit den Kunden, die, ja, ich hatte die nicht, alles... Ja, ich hatte nicht Kleingeld genug bei gehabt. Aber zeig mir das, zeig mir jenes und am Schluss geht wieder nichts. Ne? Das ist ja toll. Er ist nach wie vor echt. Guck mal hier. Okay. Und jetzt, obwohl er größer geworden ist, ist er genauso teuer oder wird er jetzt billiger? Nee, der ist genauso teuer. Ne? Beziehungsweise eigentlich, wenn die ein Stückchen größer sind, sind sogar noch teurer. Ne? Weil noch jetzt teurer. Wird er wertvoller. Jetzt kann man das Geschlecht schon mal untersuchen. Ja. In dem Fall haben wir ein Weibchen. Aha. Da müsste ich leider noch mal einen Fünfer drauflegen. Ein Fünfer? Ah, ja. 30.005. Genau. Die fünf mehr weiter vorne. Ne? Fünf weiter Doch, vorne. Der weiß noch gar nicht, dass er... kein echtes Krokodil ist, das hilft ihm nicht, das Beißen. Okay. Wenn ich deinen Finger hinhalte, dann habe ich ihn bestimmt im Finger. Genau, der will bestimmt beißen, ne? Der will, oh ja, guck mal hier. Ja? Naja. Hält sich in Grenzen, oder? Naja, doch. Ja, Zähne merke ich, aber ich glaube, durch mein dickes Fell kommt er nicht durch. Okay. Aber ja, Raritäten suche ich ja schon. Ey, der kaut da richtig drauf rum. Ja, hallo, da ist mein Finger und du bist kein Krokodil. Er will nicht loslassen. Du kannst mich doch nicht aufessen. Ist ja unfassbar. Ja, Norbert, hier ja. Dieser hübsche Schal hier. Schal. Ein Piebald-Netzpython ist das, Procamerus reticulatus. Auch echt ein wunderhübsches Tier. Aber wirklich, also das ist wirklich ein Tier, da kann man ganz enge Freundschaften mitschließen. Bringen wir die wieder weg. Ich komme mal mit. Wo haben wir denn den Kopf? Der muss hinter mir sein. Ich weiß nicht, wo der ist. Aber Im Zweiergalopp. Um Gottes Willen. Und allerspätestens, wenn man der einen Namen gegeben hat, dann ist er verkauft. Dann ist vorbei. Genau, Maxchen heißt er übrigens. Ja, aber Maxchen ist ja gut. Also, wenn das ja dein Maxchen ist, dann möchte ich den nicht abnehmen. Dann ist er deine Schlange. Da hast du jetzt nicht aufgepasst. Sag mal, wenn das dein Maxchen ist, mehrere tausend Euro für so einen Regenwurm. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Bin ich ein zu weit gegangen. Okay, aber jetzt pass auf, jetzt habe ich für dich was. Fällt mir nämlich noch was ein, wenn du sagst, richtig rar und auch schon wieder ein bisschen größer. Jetzt kommt genau das Tier, was du brauchst. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Der bringt ja sowas aus Plastik. Das ist ja wohl nicht Hammer. Ich habe sowas schon mal im Spielzeuggeschäft gesehen. Der ist echt. Du darfst, echt Plastik. Du darfst gern deinen Finger hinstrecken. Nee, mach's nicht, weil wenn die beißen, das tut weh wie verrückt. Ne? Die haben so spitze, scharfe Zähne. Ne? Siehst du, ja, guck, da oben gucken sie sogar raus ein bisschen.
Ohne Witz. Also ihr wollt bestimmt sehen, wenn Blut fließt. So. Ich bin ja mutig. Ah nee, dann ist ja 15, dann habe ich ja gar nicht. Ey, Hammer, ich bin fasziniert. Seid ihr auch so fasziniert? Das ist davon Hammer. Ja. Oh, Jacke lasse ich mal im Auto. Das ist immer warm. Die Schlangen brauchen das da warm. Und wollen wir mal gucken, ob er überhaupt da ist. Zopf. Hallo? Ja, Norbert, alte Hütte. Hier mal so reingeschlichen. Wo kommst denn du her? Hoi, hoi. Hast du was Spannendes für mich? Ja. Ja. Lauter spannende Dinge. Ja. Was, welche Richtung denn? Einfach mal. Einfach nur mal spannend. Einfach nur mal spannend. So, Standardprogramm haben wir ja. Okay. Und müsste schon mal was. Ja, fällt mir was ein. Lass uns gucken gehen. Ja, los, gehen wir mal. Vorsichtsstufe. Ich hab da, ja, zu spät, gell? Zu spät, ich habe das immer mit Stufe. Aber war ja nur eine kleine Stufe, da sind die Leute andere mit mir gewohnt. Mach's dir bequem, der, ja. Der beste Stuhl des Hauses, extra für dich. Mach ich, kann ich hier trommeln. Und, ich trommel so lange. Und ich gehe die Schlange holen. Der beste Stuhl des Hauses für mich. Ich bin da quasi ein Ehrengast. Habt ihr den edlen Stuhl gesehen? Spitze. Guck mal. Das ist was meinst du denn dazu? Boah, zwei. Da ist ja nichts Besonderes. 49 Euro oder was. Da haben wir, glaube ich, jede Menge in der Terrarium. Die könnt ihr doch alle bei uns in der Terrarium. Von diesen Boas? Ja, da so zwei Stück oder so. Wir haben die manchmal 10 Stückweise im Terrarium. Okay. Aber? Guck mal, jetzt zeige ich dir, was da... Ist da was Besonderes dran? Jetzt zeige ich dir mal das Hinterteil. Jetzt. Und von der anderen? Finde den Fehler. Und wo ist das Hinterteil von der anderen? Guck mal da, was ich hier habe. Da ist nur ein. Ich glaube, ich werde verrückt. Ja, wenn du wirklich eine Rarität suchst, dann glaube ich, ja, aber eine Rarität hier, ist immer eine, die kostet, genau richtig. Eine kostet 49 Euro, also 50 Euro rund. Und der andere ist ja noch nicht mal halb. Dann hat die jetzt so einen Wert, ich würde mal sagen, so 65 Euro würde ich dir da anbieten. 65. Oder liege ich da ganz falsch? Also ich war preislich so bei 30.000, wäre so die... Das, was mir vorschwebt. 30.000. 30. Wo wir einen weißen Krokodil haben wir auch schon hinsetzen müssen. 30.000. Wer von den beiden weiß nachher, ich bin satt? Oder wer weiß nicht, ich bin satt? Kommt das wohl auch in beiden Köpfen an? Oder fressen die einfach, rechte Kopf frisst, satt, hört auf. Und der linke Kopf hat noch Hunger und isst dann? Kann das so passieren? Oder? Kann aber ich mir nicht vorstellen. Gell? Also theoretisch müssen beide Köpfe dann auch satt sein, ne? Weil der Körper ist ja... Stellt euch okay. Da mal vor, ihr hättet zwei Köpfe. Der eine Kopf ist, ne? Also wir beide werden jetzt so ein Kopf so zusammengewandt. Er ist. Ich esse. Ich habe den ganzen Tag einen dicken Bauch. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre gemein, oder? Den dicken Bauch habe ich ja schon, aber ich habe da nichts von gehabt. Ey, das wäre bitter, ne? Wäre gemein, gell? Das, unfassbar. Unfassbar. Aber das ist ein Ding. Ich finde das genial. Aber ich stelle mir das gerade nochmal vor, ne? Da, wir beide so als Köpfe zusammen in einen Körper. Und wir beide auf Mallorca. Und ich trinke mir abends ein. Dann wäre ja noch wissenschaftlich zu klären, ob ich am nächsten Morgen alleine Kopfschmerzen habe oder du auch. Ich höre. Also wenn das andersrum wäre. Da braucht man keine Wissenschaft, weil ich trinke auch mal ganz gerne ein. wir hätten beide Kopfweh. Wir hätten beide Kopfweh. Ja, aber beide auch getrunken, nehme ich an. Genau. Sonst wäre einer ziemlich traurig. Wir sind ja ein Top-Team, denke ich, gell? Deswegen bleibt uns treu, checkt meine Balls. Also hier seht ihr jetzt gerade die drei Raritäten der Welt. Das ist meine Rarität, genau. Das will ich da wohl mal sagen. Wir sehen uns. Ja, das waren von mir ein paar ausgewählte Szenen, die mir gefallen haben oder die hoffentlich den Norbert Kleiweng widerspiegeln. Grüße an den Norbert da oben und sind wir uns einig, dass er uns allen fehlen wird. Traurige Nachricht heute.